Hallo und herzlich willkommen wieder zurück zur Amüsiertablette und Anno 2070 mit eurem Rockborg. Wir waren dabei, eine neue Insel zu erkunden und sie zu besiedeln bzw. als Produktionsstätte auszubeuten. Ich habe schon mal ein bisschen angefangen und habe schon mal ein paar Gebäude gebaut. Es ging ja darum, dass wir Biokost brauchten. Und die Überlegung ist natürlich immer, baut man einen Teil dort an, einen Teil dort an und wo produziert man denn, wo verbindet man alles? Und ich bin Fan davon, ehrlich gesagt, immer die ganze Produktion auf eine Insel zu verlagern und dann das Endprodukt zur Hauptinsel zu liefern. Geht leider nicht immer, weil man hat natürlich nicht immer alle Ressourcen an einem Standort. Dann bin ich immer dafür, dass man, sage ich mal, die einzelnen Produkte alle zur Hauptinsel schickt und dann die Endproduktion auf der Hauptinsel auch stattfindet. So dass man immer einen Blick hat, wo, okay, da muss alles ankommen und man hat einfach einen besseren Überblick, ne? Als wenn man dort etwas produziert und dort etwas produziert, ist immer ein bisschen schwierig. Muss jeder für sich selber entscheiden. Wie gesagt, ich bin halt ein Fan davon, alles, die ganze Produktion immer völlig auszulagern, so dass man auf seiner eigenen Insel eigentlich hauptsächlich Platz dafür hat, irgendwie, die ganze Metropole hochzuziehen, ne? Aber wie gesagt, das macht jeder, wie er mag. Ich habe es jetzt geschafft, hier Saatgut Reis anzupflanzen. Das heißt, wir haben Reis und Gemüse, was wir benötigen für die Biokost, also Sushi. Und plus auch eine Fisch. Aber es sieht aus wie Sushi. Und jedenfalls, das wird ja benötigt in unserer Hauptinsel. Oder auf unserer Hauptinsel, die noch nicht weiter gewachsen ist. Ich habe nur noch ein paar Gebäude ausgebaut, wie ihr sehen könnt, hier an den Seiten. Und die Biokost wird heiß verlangt. Das ist bis jetzt das Einzige, was sie noch verlangen. Danach kommt dann noch Lifestyle und Information. Lifestyle ist schwierig. Dazu kommen wir dann aber später, wahrscheinlich erst im Teil 5, weil da muss man schon aufpassen, da braucht man wesentlich mehr Sachen und die verlangen auch richtig viel davon. Also die sind da schon richtig geil auf Handys, es ist eigentlich wie in der wirklichen Welt. Insofern, ja, als wenn man da ein iPhone verticken würde. So, alles klar, dann schauen wir uns das mal an. Wir warten jetzt noch auf unser Schiff, was schon unterwegs zu uns ist, weil wir brauchen unbedingt Holz. Holz haben wir ja auf unserer Hauptinsel auch. Und zwar hatte ich ja hier ein Sägewerk und eine Baumschule gebaut, womit man ja, wie gesagt, Holz dann im Endeffekt produziert. Und das dauert natürlich ewig lange. Ne? Also man könnte natürlich mehr Gebäude jetzt bauen, also mehr Sägewerke, mehr Baumschulen. Aber man kann auch alles ganz schön übertreiben und nachher hat man eine absolute Überproduktion. Und es kostet ja auch alles Geld. Wir müssen natürlich auf unsere Bilanz hier oben aufpassen, immer im Auge behalten, sodass es nicht ins Minus rutscht. Denn, wie gesagt, sobald es ins Minus rutscht, muss man wirklich gleich dagegen kämpfen. Ansonsten ist man schneller pleite, als man glaubt. Bei 70.000, gut, dauert es natürlich ein bisschen länger, aber es geht sehr, sehr schnell. So, dann schauen wir doch mal nach. Wo bleibt unser Schiff? Da ist es schon. Wie ihr sehen könnt, ist nicht mehr weit. Hier unten habt ihr ja diese Minimap, da sieht man hier auch das Schiff, wie sich das auf die Insel zubewegt. Wenn man hier auf die einzelnen Inseln mit dem Cursor rauf geht, sieht man auch zum Beispiel die Ökobilanz, wie viel Energie, ne, was für Vorkommen es gibt und wie viel Fruchtbarkeiten und was für welche. Ne. Das ist wirklich alles sehr, sehr übersichtlich gemacht und auch sehr, sehr toll, meiner Meinung nach. So, da ist es auch schon. Jetzt können wir alles entladen und mit der Produktion von Biokost beginnen. Voila. So. Immer alles schön mit einer Straße versehen. Doppelt und dreifach. Ich sag mal so, das Schöne ist ja, wie ich schon in den ersten Teilen erzählt habe, dass diesmal es ein kleines Raumschiff gibt, was hier auch die, sag ich mal, die Waren abholt. Ne? Also man muss nicht unbedingt, es ist nicht zwingend nötig, in der Nähe des Kontors eine Straße zu bauen. Ich halte es etwa für etwas sinnvoller, weil ich sag mal so, angenommen, man würde gar keine Straßen bauen, dann wäre nur dieses Raumschiff unterwegs. Und Spiel gespeichert. Jawohl, danke. Und das ist dann halt
immer sehr, sehr schwierig im im Auge zu behalten, weil die der Weg dauert dann einfach länger, wenn nur eins da ist. So gibt es einmal noch dieses Auto, was hier rumkurft, und einmal dieses Raumschiff. Insofern ist das schon besser. Zusätzlich kann man natürlich auch das Konto ausbauen, selbstverständlich. Das tut man hier oben rechts auf dieses kleine Häuschen. Es würde uns 200 Credits kosten, ne? 5 Bauzinn und 4 Werkzeuge. Und wie man oben lesen kann, ne, erhöht es die Anzahl der Transporteinheiten, vergrößert das inselweite Warenlager. Ist hier ehrlich gesagt noch nicht nötig, weil so viele Gebäude haben wir hier nicht. Auf der Hauptinsel könnte man darüber nachdenken, um einfach ein bisschen anzugeben und ein bisschen zu protzen, aber auch um die Fischer, die Fischereien hier abzuernten, sage ich mal. Insofern könnte man sich das hier mal überlegen. Das können wir auch gerne mal tun, damit ihr das gleich live miterlebt. Achtung und Action. Zack, wie ihr seht, ändert sich das Gebäude natürlich. Ne? Es ist wie mit den Häusern, wo die Leute drin wohnen. Das ändert sich natürlich dementsprechend. Und das könnte man dann auch zum Beispiel mit einem Warendepot tun. Ne? Vorausgesetzt, man hat da eine ordentliche Produktion. Also das hier, ganz ehrlich, das ist noch Pipi-Kram, sag ich mal. Ne? Das ist noch viel zu wenig dafür. Da ist es einfach nicht nötig. Genauso wie hier, das schafft einer ganz alleine. Hier in der Stadt brauchen wir das sowieso nicht, also da könnt ihr euch die Ressourcen sparen und die Kohle, weil das ist, ja, es tut nicht Not. Da wird ja nichts abgeholt bei den Leuten, das ist ja einfach nur, dass man da bauen kann. Und hier, ja, ich sag mal so, bei dem Tee kann man es tun, weil wir haben ja hier insgesamt 4 Gebäude und der Typ rennt hier immer hin und her. Da das aber ein sehr kurzer Weg ist, wie ihr seht, ist das hier eigentlich auch nicht nötig, ne? Das kann man dann erst tun, wenn dann wirklich hier auch noch eine Abzweigung geht, hier auch noch eine Abzweigung geht. Dann kann man wirklich darüber nachdenken. So, schauen wir doch mal nochmal auf unsere Insel. Nochmal alles rauspacken. So, die Bauzellen, die können wir wieder zu unserer Hauptinsel schicken. Wie ihr seht, könnt ihr auch immer hier auf die Karte klicken, um schnell von Standort zu kommen. So, schauen wir uns doch mal Biokost an. Wunderbar, ihr braucht von jeweils immer 5 Tonnen. Um eine Biokost zu produzieren. So. Und das läuft alles sehr gut. Wir haben hier auch eine Ökobilanz von 143. Das liegt daran, dass ihr auf der Insel öfter mal solche netten Gimmicks habt wie das hier. Und zwar habt ihr hier nämlich ein automatisiertes Klärwerk. Das bietet euch 150, also Einheiten plus Ökobilanz. Das ist natürlich toll, weil ihr selber keine Gebäude bauen müsst, um diese Ökobilanz zu steigern. Und wie wir auch hier sehen können, durch die Ökobilanz, durch diese sehr, sehr gute Ökobilanz, haben wir hier auch eine Plusproduktion. Und zwar produzieren wir nicht nur 100%, sondern 135%. Was wiederum, das sieht man hier auch an diesem Icon, ne, die positive Ökobilanz dieser Insel steigert die Produktivität auf 135%. Wenn man jetzt zum Beispiel noch Gebäude hinzufügt, wie zum Beispiel eine Wetterkontrollstation, dann steigt natürlich wieder die Ökobilanz auf plus 15, wie ihr oben sehen könnt. Und umso höher steigt natürlich auch dann immer die Produktion. Ne, das ist das Tolle daran. Richtig toll ist es, wenn man das auf der Hauptinsel hat. Dann passiert nämlich Folgendes, dass die Leute auch mehr zahlen. Ne? Eine positive Ökobilanz, ich meine, das ist ja wirklich wie in einem wahren Leben. Ne? Also wenn man in einer Drecksstadt wohnt oder sonst irgendwas, dann wohnt man da ungern und zahlt natürlich auch ungern hohe Mieten, logischerweise. Zahlt man sowieso nicht gerne, aber in der Wirklichkeit ist es ja so. Und wenn man wirklich durchaus zufrieden ist mit einer Stadt, die toll ist, die sauber ist, wo es wenig Verschmutzung gibt etc., dann lebt man da gerne und dann ist man durchaus auch bereit, etwas mehr dafür zu bezahlen. Hier haben wir allerdings eine Ökobilanz, naja, von minus 18. Da war ich natürlich etwas schluserig bis jetzt. Aber auch das könnten wir wieder ausgleichen. Wir haben jetzt auch Holz, wir haben Werkzeug, also genug Strom haben wir auch, sehe ich gerade. Dann bauen wir doch mal so eine kleine süße Wetterkontrollstation. Die ist sehr klein, wie ihr seht, hat einen riesen Einflussbereich. Das ist nämlich auch das nächste Problem, denn
Ihr könnt zwar die ganze Insel damit zupflastern, das Problem ist natürlich, wenn ihr eine baut, dann ist es wie bei dem Strom, dass bei einer Überlappung sich die Produktivität reduziert. Ne? Also angenommen, ich würde es hier hinbauen, ne, dann haben wir nur 74%, 75%. Ne, das macht ja dann wenig Sinn. Hier haben wir 95%. Deshalb ist es unheimlich wichtig, dass ihr darauf achtet, wo ihr sie genau platziert. So, hier haben wir 99, also kann ich sie hier ruhig in die Ecke platzieren. Zack. So, und jetzt seht ihr hier oben, aha, Achtung, und jetzt 0. Bilanz. Werte steigen. Na wunderbar, läuft doch. Zack. Und schon haben wir eine saubere Ökobilanz. So sehen die Dinge aus, wenn sie arbeiten. Ja, also von der Grafik her ist das schon richtig Bombe, muss ich sagen. So, jetzt schauen wir uns mal den T an. Achtung, wir sind jetzt bei 106%. Und nicht mehr bei 100. Na, das ist schon mal toll. So, dann schauen wir uns doch mal kurz die Gebäude an. Da haben wir hier diese Sonne und dann steht hier Kurklima. Die positive Ökobilanz dieser Insel steigert die Zufriedenheit der Bewohner dieses Gebäudes um 2%. Ist nicht viel, aber nachher bekommt man natürlich auch größere Anlagen, womit man nicht nur 15 plus bekommt an Ökobilanz, sondern wesentlich mehr. Da kann man jetzt schon richtig was rocken, ne? Also da kann man richtig Kohle rausziehen und die Leute noch mehr abzuzocken. So... Dann schauen wir mal nach. Ab und zu kommt denn hier immer so ein... Ich muss quasi überall gleichzeitig sein, wenn ich die Firma an der Spitze halten will. Immer so ein Warenschiff, ne, von, wie gesagt, hier Mr. Thorn zum Beispiel. Dann kommen natürlich auch die Schiffe von den anderen, die mitspielen. Das ist ja klar. So, ich schau mal kurz nach. Mein Gott, an Bauzellen können wir uns ja wirklich... Da können wir uns ja totschmeißen mit. Das ist echt super. Das heißt... Wir können ein schmuckes Häuschen, mal schauen, ein guter wir jetzt Job. Weitermachen. Was will man mehr? So, da ich es ja erstmal verboten habe, die Biokost, kann ich jetzt ganz in Ruhe erstmal ein Transportschiff nehmen. Was natürlich. Zack, legen wir das mal hin. Brauchen dich mal. So. Denn wir müssen ja jetzt die Biokost zu unserer Insel kriegen, ne? Also müssen wir schauen, dass wir das irgendwie. Jemand Interesse an einem guten Geschäft? Dazu haben wir eine Handelsroute oder kann man Handelsrouten festlegen. So, und zwar wollen wir von dieser Insel Biokost, wo haben wir sie, da haben wir sie, zu dieser Insel bringen. Und zwar ausladen. Zack. Na, das kann man aber ganz gut sehen. Das sind so 150 Tonnen, die er einlädt und hier wieder auslädt. Na, einmal Quant, einmal Rainbow's End. Gut. Dann könnte man hier natürlich durchaus noch mehrere Stationen hinzufügen. Man könnte sagen, hol da was ab, hol da was ab, hol da was ab, hol da was ab und bring alles da hin. Ne, das heißt, nachher wird das natürlich wesentlich komplizierter. Wie ich schon gesagt habe, es gibt Sachen, wo wir auf mehreren Inseln etwas produzieren müssen, um ein Endprodukt zu fertigen. Was meiner Meinung nach echt blöd ist immer, aber gut, okay, geht nicht anders. Das ist ja diese kleine Schwierigkeit, die sie hier mit eingebaut haben. So, das heißt, wir holen von der Insel, von der Insel, von der Insel alles ab und das Endprodukt wird auf der Hauptinsel produziert. Zum Beispiel, ne? Das ist nachher bei Lifestyle zum Beispiel der Fall. Beim Handy, da braucht man einen Kupfer, da braucht man Sand, da braucht man, ach was, nee, alles, was da alle drin steckt. So, und das kann man dann halt auf mehreren Inseln produzieren und, oder abbauen, besser gesagt, und auf der Hauptinsel ist dann die Endproduktion. Und dann tuckert das Schiff hier halt immer hin und her, ne? Und um dann zu Ende zum Ende zu kommen. So, jetzt schauen wir mal kurz nach. Das ist mein Kommandoschiff, ne? Also wie ihr hier sehen könnt, links wird euch immer angezeigt, leere Ladekammern, ne? Leerer Sockel zum Beispiel, unbeschädigt, dann der Name und dann Kommandoschiff. Und hier haben wir dann zum Beispiel ein Frachtschiff. So, das wählen wir jetzt aus. Zack. Dieses Schiff ist auf der selektierten Route aktiv. Das heißt, es fährt jetzt hier hin und her. Wir sehen hier dieses Schiff. Dort ist denn immer, das ist immer verbunden mit der Handelsroute, sodass man immer im Auge behalten kann, wo es gerade lang fährt. So, momentan ist hier natürlich die Handelsroute ineffizient, logischerweise. Er hat ja noch nicht abgeholt, ne? Und hat auch noch nicht abgeliefert. Aber wenn es abgeholt wird und abgeliefert wird, dann wird sich das auch ändern. So, man könnte natürlich jetzt auch mehrere Schiffe hinzufügen, ne? Also die das dann machen. Aber das ist nicht nötig, ne? Das reicht jetzt erstmal. So, dann gehen wir gleich mal zur zweiten Insel, schauen uns das an, wie das alles vollautomatisch funktioniert. Die Produktion ist jetzt natürlich noch nicht so hoch, weil wir haben ja auch nur ein
Biokost fährt einmal Biokostproduktion. Insofern wird da jetzt nicht viel einladen, sage ich mal. Das wird jetzt 22 Tonnen oder irgendwie sowas, 23 Tonnen sein. Mehr wird das nicht sein. Achtung, wir schauen jetzt gleich mal hier unten rechts, was passiert. Zack, 30, na wunderbar, läuft. So, insgesamt hat er hier 50, ne? Hier hat er nochmal 50, nochmal 50, insgesamt 150. Könnte man alles mit Biokost zupflastern? Oder man sagt, okay, hol mal Biokost ab, hol mal Lifestyle ab, hol mal das ab, ne? Das würde auch gehen, das ist alles gar kein Problem. Bis zu drei verschiedene Waren kann man denn transportieren. Dieses Feld hier, das ist für Items, die man so gesehen wieder durch diese Lizenzen erwerben kann. Zum Beispiel kann man das Boot schneller machen. Man kann es, also ein Kommandoschiff zum Beispiel, kann man mehr Schaden zufügen lassen und so weiter, ne? Etc. Dieses Zeichen hier, wie ihr seht, ne? Man hat, also dieses Boot hat schon so gesehen ein Item inne. Und zwar ist das, ein sektorweites Upgrade, so gesehen, welches die Geschwindigkeit um 12% steigern lässt. So, dieses Item ist aber, wie gesagt, nicht hier drin, sondern man kann nämlich auf seine Biosphäre gehen und kann hier auch Items hinterlegen, wie zum Beispiel dieses hier. Globale Mobilitätsverbesserung, ne? Das haben wir gerade gesehen, das Zeichen, das hier. Und deswegen macht es unsere Schiffe schneller. Wir haben zusätzlich, haben wir hier noch verbessert alle Echo-Schiffe, dann Trefferpunkte, Echo-Schiffe und verbessert Wetterkontrollstationen in diesem Sektor. Unterhaltskosten minus 20%. Ist natürlich eine geile Sache, weil wir natürlich hier schon zwei gebaut haben und die kosten uns einfach mal weniger. Ne? Wir zahlen jetzt hier gerade mal 16 Credits, ne? Verbraucht 2 Strom und wir haben eine Ökobilanz von plus 15. So, wie gesagt, Biokostproduktion läuft. Langsam, aber sie läuft. Hier ist schon wieder das Lager voll, muss alles abgeholt werden, wird es auch nach und nach. Und danach schauen wir weiter in unserem nächsten Teil. Bis dahin, euer Rockbock, alles Gute, wenn es wieder heißt, Amüsiertablette mit Anno 2070. Ciao, ciao.